Freunde, begrüßen Sie mit mir die beiden Mannschaften zum letzten Heimspiel hier im Raiffeisenpark. Raiffeisen Sportpark in Erbach. Die Mannschaft vom SV Erbach und vom SC Freising mit einem kräftigen Applaus. Aus dem Spiel geht die Nummer 14, Kuhn Lukas, und die Nummer 17, Salzinger Simon. Neu im Spiel die Nummer 7, Schreiner Michael, und die Nummer 9, Pop Christoph. Letztes Spiel in der Saison 2014 hier im Raiffeisen Sportpark in Erlbach. Ergebnis 3:0 Endstand für den SV Erlbach gegen den SC Freising. Gleich mal darf ich begrüßen den Trainer von SC Freising, den Schütz Michael, zu meiner Rechten. Hallo. Und zu meiner Linken natürlich unseren Trainer, den Berg Robert. Servus.
Der Robert ist ganz zufrieden, schaut mich an. Der Michael auch, sagt er. Aber ich habe ihn schon beobachtet am Spielfeld dran in der zweiten Halbzeit. Da hat er ganz schön schimpfen und agieren müssen. Michael, deine Einschätzung des Spiels heute. War nicht mehr drin oder ist nichts gegangen? Also wir haben uns natürlich sehr viel vorgenommen, auch heute wieder in Erlbach. Wir sind hergekommen und wollten natürlich unbedingt 3 Punkte holen. Wir haben natürlich jetzt auch in letzter Zeit gerade unsere Offensive, der Beni und der Mihalovic, die leider verletzt sind, der Bösel Ludwig, der nicht dabei war, haben wir natürlich alle 3 Offensivkräfte ersetzen müssen. Aber wie gesagt, wir sind hergefahren, um 3 Punkte zu holen und nichts anderes. Und wir haben am Anfang, wie jedes Mal auswärts, kassieren wir gleich am Anfang ein Tor, was eigentlich natürlich nicht zufriedenstellend ist für uns. Und dann laufen wir ständig dem 1-0 hinterher, musst du natürlich aufpassen, dass du das 2-0 nicht kassierst. Aber dann haben wir eigentlich einen Faden wieder gefunden und ich sage nach 20 Minuten, 25 Minuten haben wir dann richtig schönen Druck aufgebaut. Da hat uns leider das Tor gefehlt, ja, da hätten wir das Tor machen müssen. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir dann alles probiert. Wir haben dann einen Benny Held eingewechselt, der, sage ich mal, ja, 2,5 Wochen überhaupt nicht trainiert hat. Und wir haben halt gehofft, dass der Benny uns da wirklich aus der Patsche hilft. Er hat natürlich auch, sage ich mal, die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aber letztendlich haben wir den Druck nicht aufrechterhalten können, 90 Minuten lang. Und dadurch ist Erlbach immer wieder zu Konter gekommen. Natürlich hätte das ein oder andere unbedingt auch ein Tor sein müssen, das, was sie nicht gemacht haben. Und da waren wir weiterhin im Spiel drin. Aber wie gesagt, wir haben offensiv heute bis zum 2-0 eigentlich zu wenig nach vorne gebracht und letztendlich muss ich sagen, völlig verdienter Sieg für Erlbach und gratuliere. Und wie gesagt, es geht weiter, dann fangen wir halt 2015 an, wieder Punkte zu holen. Dankeschön. Ja, Erlbach ist letztes Mal so gegangen wie den Freisingern heute. Die haben ein frühes Tor gekriegt letzte Woche, sind auch immer hinten nachgelaufen, haben letzte Woche 4-0 verloren gegen Kirchhahn-Schöring. Diesmal waren wir auf der glücklichen Seite. Robert, ich habe beobachtet, wir haben viele Konter fahren können in der zweiten Halbzeit, aber es ist nicht viel rausgekommen dabei. Was sagst du? Ja, dass das immer nicht unsere ganz große Stärke ist, dass wir die Spiele vorzeitig entscheiden, das glaube ich wissen alle. Macht es aber natürlich auch umso spannender, die Spiele bei uns für die Zuschauer. Aber als Trainer hätten wir es natürlich gern, wenn ab und zu die Nerven beruhigt wären, wenn wir dann eher die Tore machen würden. Weil wir haben heute größten Respekt gehabt vor Freising. Die machen wirklich super Arbeit, super Trainer, ein sympathischer Trainer. ja, nein, ist wirklich so. Und darum war es auch so, selbst bei 2-0. Und wenn man dann auch weiß, wenn da ein Held oder was vorne drinnen steht bei einer, kann so ein Spiel immer ganz schnell noch kippen. Und da haben wir oft einmal das Verantwortungsbewusstsein auch nicht, dass wir da einfach das Ding da klar fertig machen. Und ja, wir haben heute, waren wir dann letztendlich zwar ein verdienter Sieger, aber es hätte, wie der Michi schon gesagt hat, nach 20 Minuten, wo wir sehr gut gespielt haben, das Spiel auch kippen können, wenn sie da das Tor machen. Da haben wir eigentlich den Druck nicht ganz standhalten können, nicht mehr wieder entgegensetzen können. Und ich glaube, dann war es auch gut, wo wir dann im Mittelfeld stabiler waren, wo wir dann einfach einen mehr ins Mittelfeld gezogen haben, wo wir dann, denke ich, da die Oberhand wieder gewonnen haben. Und Respekt dann an die Mannschaft, bis dann nach der unglücklichen Niederlage, wo es eigentlich genau umgekehrt gelaufen ist, wie heute für Freising, für uns letzte Woche in Kirchhahn-Schöring, wie wir dann die Woche wieder zurückgekommen sind, mit was für ein Engagement das gespielt haben. Und kann man nur höchsten Respekt sagen. Vielen Dank. Tabellenplatz 3 sind wir momentan. Ist ein guter Abschluss für die Saison. Jetzt noch eine Frage an den Trainer von Freising. Winterpause nicht ganz, oder? Es ist ein bisschen Hallensaison. Wie schaut es da bei euch aus? Ja gut, in den letzten Jahren hat sich leider rauskristallisiert, dass der Hallenfußball sehr viel Verletzungen mit sich zieht. Auch wir haben die Erfahrung, dass wir die ein oder anderen Verletzten aus dieser Hallensaison immer wieder rausgezogen haben. Wir haben unser eigenes Turnier, was wir auch unbedingt heuer auch wieder bestreiten wollen. Ist natürlich auch eine kleine Geldeinnahme für den Verein, das ist ganz klar. Und wie gesagt, das ist auch für uns jetzt natürlich ein Pflichttermin. Aber ansonsten halten wir wirklich den Ball flach jetzt in der Zeit, in der Winterpause und konzentrieren uns dann wirklich auf die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Danke.
bei uns in Erlbach ist ja Hallenspiel seit Anfang des Jahres hat ein hohes Niveau. In die Erlbacher waren im Futsal-Turnier gut dabei. Jetzt ist schon wieder Halle angesagt. Robert, die nächsten Turniere, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wo die sind, da weißt du besser Bescheid, wie unser Plan ist, unser Programm fürs Hallenspiel. Ja, ganz ehrlich gesagt, weiß ich jetzt da nicht recht viel besser Bescheid, weil ich mir da bis heute noch nicht viel Gedanken gemacht habe. Das Quali-Turnier, glaube ich, ist irgendwo am 6. Dezember, aber wir werden auch nicht, es darf jeder spielen, es sind ja viele, die gerne in der Halle spielen, aber für uns ist das mit Sicherheit auch nicht das Wichtigste dieses Jahr. Wir möchten in der Rückrunde dann richtig dabei sein. Da haben wir uns jetzt eine super Ausgangssituation geschaffen, wo Anfang der Saison noch nicht so ausgeschaut hat. Und das steht ganz klar im Vordergrund und trotzdem ist es so, bei den Turnieren, wo wir natürlich mitspielen, werden wir dann nicht extra verlieren, das ist auch klar.